Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 149 Schutzherr und Brautstrauß, zweiter Teil. Rechts und links, an die Hand nehmend, ließ sich Bernice durch das Haus führen, bis sie ein Spiel entdeckt hatte, das sie zum Giggeln brachte, denn sie ergriff die Hände der beiden Frauen ganz fest und sprang beim Gehen in die Luft, so dass Hermine und Luna sie dabei ein wenig nach oben zogen. Den ganzen Weg über bis hin in den ersten Stock gingen sie auf diese Weise, immer dem springenden Kind ein wenig mehr Schwung gebend. Das haben meine Eltern früher auch mit mir gemacht, sagte Hermine in Erinnerungen schwelgend. Ja, meine auch, bestätigte Luna lächelnd. Es sieht alles ganz anders aus, sagte Bernice, als sie im ersten Stock angekommen waren. Luna schaute skeptisch, doch Hermine erklärte der Kleinen: Es ist alles sauber und viel heller als vorher. Gehen wir in mein Zimmer? Bernice zerrte die beiden Frauen schon zur Treppe, die in den zweiten Stock führte. Da sagte Hermine: Nein, lass uns hier bleiben und uns die Zimmer ansehen, ja? Ein Herr in Weiß trat aus dem Kaminzimmer heraus, bemerkte die beiden Damen und das Kind und sagte höflich: Ich möchte Sie gern darüber informieren, dass in etwa 15 Minuten alle Gäste zur großen Terrasse gebeten werden. Gibt es schon das Feuerwerk? Fragte Luna, denn es war dank der Jahreszeit bereits dunkel draußen. Nein, es gibt eine Überraschung, besonders für die Kleinen. Der nette Herr schaute zu Bernice und zwinkerte ihr einmal zu, bevor er in eines der anderen Zimmer ging, um die Nachricht zu verbreiten. Kommt, wir gehen wieder runter, damit wir gute Plätze zum Zuschauen bekommen, schlug Luna vor. Auf der Treppe stießen die beiden auf Blaise, der seine Tochter für die Überraschung abholen wollte. Er bedankte sich bei den beiden, nahm Bernice auf den Arm und verschwand nach unten. Als sie ihm noch nachschauten, öffnete sich plötzlich eine Tür hinter ihnen, weswegen Luna und Hermine zusammenzuckten. Severus war aus dem Kaminzimmer getreten und hielt kurz inne, als er die beiden erblickte. Verärgert wirkend, passierte er sie und stürmte nach unten. Hermine warf Luna einen erstaunten Blick zu, bevor ihr die Gesichtszüge entgleisten, denn hinter Luna trat nun noch jemand anderes aus dem Kaminzimmer. Mrs. Harrison? Grüßte Hermine verdattert. Linda schutzte, bevor sie Hermine wieder zu erkennen schienen, und fragte: Die Schülerin von Severus? Entschuldigen Sie bitte, aber mir ist Ihr Name entfallen. Aus einem unerfindlichen Grund ärgerte es Hermine, dass jemand ihren Namen vergessen hatte. Denn das wirkte so, als wäre sie keine Person, an die man sich erinnern wollte, weswegen sie ungalant klarstellte. Miss Granger. Ja, natürlich. Entschuldigen Sie bitte. Kommen Sie auch mit zur Terrasse? Fragte Linda freundlich. Luna wollte bereits bejahen, da kam ihr Hermine abweisend zuvor. Nein, noch nicht. Na dann, ich gehe nach unten. Kaum war Linda die Treppe hinunter verschwunden, da fragte Luna: War das diese Linda? Hermine bestätigte nickend: Ich frage mich wirklich, was die beiden dort unten gemacht haben. Welcher Raum liegt hinter der Tür? Wollte Luna wissen. Das Kaminzimmer. Willst du es sehen? Ein wenig erbost stieß Hermine die Tür auf und trat ein. Das Feuer im Kamin brannte noch immer und irgendjemand hatte regelmäßig Holz nachgelegt. Ihre Arme vor der Brust verschränkend, schlenderte Hermine in dem Zimmer umher und hielt Ausschau nach. Sie wusste es selbst nicht genau,
vielleicht nach eingedrückten Kissen auf der Couch oder nach benutzten Gläsern. Hallo, sagte eine abgeschlagen klingende Stimme. Die beiden Frauen drehten sich um und erblickten Remus, der sich ebenfalls im Kaminzimmer aufhielt und die Schultern hängen ließ. Er lehnte mit dem Gesäß an einem Schrank. Remus, wir wussten gar nicht, dass du noch im Zimmer bist. Mit einem gequälten Lächeln erklärte er. Deswegen habe ich ja auch auf mich aufmerksam gemacht. Was ist denn passiert? Wollte Hermine wissen. Ach, nichts. Er log und seufzte. Das sieht mir aber nicht nach nichts aus. Severus schien eben sehr verärgert zu sein. Und kurz nach ihm kam Linda raus. Auf ihn zugehend fragte sie. Habt ihr etwa über damals gesprochen? Er antwortete in einem für ihn untypisch sarkastischen Tonfall. Was denkst denn du? Tut mir leid, sagte Hermine kleinlaut. Kommst du mit uns nach unten auf die Terrasse? Man musste nur den anderen Gästen folgen und schon gelangte man an den Ort, an welchem das kleine Event für die Kinder stattfinden sollte. Das seid ihr ja, sagte Neville laut, als er Luna und die beiden anderen erblickte. Nachdem sie sich durch die Gästeschar hindurchgekämpft hatten, fragte Neville. Macht ihr mit? Wobei mitmachen? Bei der Überraschung für die Kinder. Jeder, der möchte, kann seinen gestaltlichen Patronus heraufbeschwören. Die meisten haben das noch nie gesehen und viele der Muggel auch nicht. Macht ihr mit? Nevilles Augen glänzten. Hermine und Luna waren von der Idee begeistert, doch Remus offensichtlich weniger. Ich werde zusehen. Darüber erstaunt, fragte Harry. Aber warum? Weil ich im Moment... Er stockte. Keine glückliche Erinnerung parat habe. Habt ihr Tonks gesehen? Er hatte sofort das Thema gewechselt. Ja! Harry zeigte in eine Richtung, in der Tonks Mutterseelen allein mit vor der Brust verschränkten Armen an einer Wand lehnte. Ich gehe zu ihr. Viel Spaß. Schon war Remus verschwunden. Was hat er denn? Seinen guten Freund hatte er nur so trübsinnig erlebt, wenn es um den unerfüllten Hochzeitswunsch mit Tonks ging. Keine Ahnung. Hermine wollte nicht spekulieren. Wann geht es los? Sie blickte an Harry vorbei und sah Severus, der ebenfalls allein an der Wand lehnte, jedoch im Schatten, wo man ihn wegen seiner dunklen Kleidung schwer ausmachen konnte. Ich frage Severus, ob er auch mitmacht. Bei ihm angekommen, wollte sie gerade grüßen, da giftete er bösartig. Was wollen Sie? Ernüchtert über seine abweisende Art, sagte sie die Wahrheit. Ich wollte fragen, ob Sie auch Ihren Patronus heraufbeschwören möchten. Warum sollte ich mich an diesem Unfug beteiligen? Weil ich Ihren Patronus gerne sehen würde, Severus. Kommen Sie. Ihre Stimme war mit einem Male viel weicher. Dann können Sie auch meinen sehen. Etwas besänftigt stellte Severus klar. Ihren werde ich sowieso sehen. Sie machen doch bei Albernheiten dieser Art gern mit. Ja, das stimmt. Sie hoffte, ihre Euphorie würde auf ihn überspringen. Kommen Sie mit. Bitte. Ihr letztes Wort war so langgezogen formuliert, dass er es nicht unterlassen konnte zu sagen. Sie quengeln wie eines dieser verzogenen Belger. Schäkernd konterte sie. Sie wissen, dass ich viel schlimmer sein kann. Lassen Sie sich nicht so lange bitten. Warum sollte ich? Remus macht leider auch nicht mit. Ich finde es schade, wenn Sie sich auch noch sträuben und genauso wie er nur hier an der Wand lehnen und zusehen. Sie hatte keine Ahnung, über was die drei im Kaminzimmer gesprochen hatten. Möglicherweise würde Severus es nicht wollen, sich genauso wie Remus zu verhalten. Er macht nicht mit? Fragte er zaghaft nach, sodass sie den Kopf schüttelte. Sich von der kleinen Steinwand abstoßend, näherte er sich Hermine, um sich vor ihr aufzutürmen. Doch seine sonst so bedrohliche Körperhaltung brachte sie nur zum Schmunzeln. Ich werde mich dieser Kinderei ergeben und mich daran beteiligen, um bei dem Brautpaar und den Gästen einen guten Eindruck zu hinterlassen. Hermine wollte sich schon bedanken, doch er war noch nicht fertig. Aber nur,
wenn Sie mir versprechen, mich im Laufe des Abends nicht zu einem Tanz aufzufordern. Und wenn ich gerade schon dabei bin, sorgen Sie dafür, dass auch keine Ihrer Freundinnen es wagen wird, sich mir in dieser Absicht zu nähern. Das ist Erpressung, Severus. Sie klang weniger erbost als erwartet. Das ist keine Erpressung, Hermine. Das ist ein Handel. Ihr die fahle Hand hinhaltend, erwartete er, dass sie sie schütteln würde. Tatsächlich griff Hermine zu, doch während sie seine Hand schüttelte, stellte sie die Bedingung. Mindestens 5 Minuten müssen Sie Ihren Patronus halten. Er wollte seine Hand wegziehen, doch sie hielt sie fest und erklärte. Das ist die Zeit, die Sie sich mit mir auf der Tanzfläche ersparen. Er kniff entrüstet die Lippen zusammen, doch seine Augen schienen amüsiert. Von mir aus auch 5 Minuten. Dann kommen Sie, es fängt gleich an. Mit Severus im Schlepptau näherte sich Hermine den anderen Gästen, die sich ebenfalls bereit erklärt hatten, ihren Patronus zur Schau zu stellen. Sie hörten Mr. Bones gerade noch sagen: Zum Glück ist es dank des Wärmezaubers hier auf der Terrasse nicht allzu frisch. Also, wer möchte den Anfang machen? Einige der Gäste waren wieder nach drinnen gegangen, weil sie keinen Gefallen daran fanden, die Patronusgestalten anderer zu sehen, aber das war nicht schlimm, denn so blieb eine übersichtliche Menge an Menschen zurück, von denen mehr als die Hälfte offensichtlich nur zusehen wollte. Die meisten von ihnen waren Muggel, die überhaupt nicht ahnten, was sie erwarten könnte, aber auch einige der Zauberer und Hexen waren geblieben, um sich mit ihren Kindern an dem Spektakel zu ergötzen. Dracos ursprüngliche Idee war es gewesen, die Hochzeit symbolisch mit den glücklichsten Momenten der Gäste zu untermalen, doch als er die ganzen Kinder seiner ehemaligen Schulkameraden gesehen hatte, da war ihm klar, dass die Kleinen an diesem Spektakel ihre wahre Freude haben würden. Mit seinem Hirsch machte Harry den Anfang und ein erstauntes A und O ging durch die Reihe. Die Kinder kamen bei der silbrigen Gestalt mit ihrem prächtigen Geweih nicht mehr aus dem Staunen heraus. Mit großen Augen verfolgten sie den Hirsch, den Harry langsam an den entzückten Augen vorbeiziehen ließ. Jeder, bis auf Severus, hatte ein Lächeln auf dem Gesicht. Die kleinen Kinder warfen ihre Arme nach oben, die Älteren unter ihnen klatschten zusammen mit den erwachsenen Zuschauern. Noch während Harry seinen Hirschen über die Terrasse gleiten ließ, ging Hermine einen Schritt auf ihren Freund zu, zückte ihren Stab und erinnerte sich an den glücklichsten Moment in ihrem Leben. Der silberne Nebel, der ihrer Stabspitze entsprang, formte gleich einen Otter, der ihr erst sehr lebhaft um die Beine rannte, bevor sie ihn auf die Kinder zulenkte, die beim Anblick des flinken Tieres vergnügt quietschten. Hinter sich hörte sie Severus nüchtern sagen. Es musste ja etwas Quirliges sein. Hermine musste grinsen, doch verlor nicht ihre glückliche Erinnerung. Selbst nicht, als Luna sich ihr anschloss und ein Kaninchen heraufbeschwor. Aus der Menge hörte man Bernice' Stimme begeistert rufen. Da ist Bubblehäschen! Luna stutzte und fragte Hermine mit verträumter Stimme. Woher weiß sie nur, wie ich meinen Patronus genannt habe? Das Brautpaar näherte sich ebenfalls der Mitte der Terrasse. Draco fragte leise. Was ist eigentlich dein Patronus? Susan lächelte nur und erwiderte. Wirst du gleich sehen. Es dauerte bei Susan nicht lang, da hatte sich der silberfarbene Nebel in eine Löwin verwandelt, die jedoch wenig angsteinflößend war. Aber nicht, dass deine Löwin meinen Hirsch reißt, den brauche ich noch, sagte Harry scherzend, bevor sein Patronus verschwand, weil er zu sehr abgelenkt war. Mit Ehrfurcht betrachteten die Kinder das große Raubtier, aber als sie bemerkten, dass es sich wie eine normale Hauskatze bewegte, da hatten sie keine Angst mehr. Nevilles Patronus war eine Gazelle, die munter auf- und abhüpfte, manchmal im Zickzack sprang, um Susans Löwin auszuweichen, die mittlerweile auch wieder verblasste. Bisher hatte Hermine am längsten ihren Patronus aufrechterhalten und sie ließ ihn jetzt mutig auf Severus zulaufen, damit er ihm um die Beine tänzeln würde.
ich wäre auch einer verbalen Aufforderung nachgekommen, sagte Severus mit gleichgültiger Miene. Aber es waren seine Augen, die verrieten, dass für ihn die Situation nicht so schlimm war, wie er sie sich vorgestellt haben musste. Er zückte seinen Zauberstab und die silberne Farbe schoss im Überfluss aus der Spitze direkt gen Himmel, damit sie den großen Vogel, der seinen Patronus darstellte, formen konnte. Der gigantische Vogel streckte seine Flügel aus und erhob sich noch weiter hinauf in die Lüfte. Sämtliche Kinderaugen klebten an dem fliegenden Tier, selbst die der erwachsenen Zuschauer. Immer wieder ein verzücktes »Oh, wie schön« war zu hören, während der silberfarbene Phönix seine Runden am dunklen Himmel drehte. Mit einem Male fühlte sich Draco in der Zeit zurückversetzt. Damals war er es gewesen, der als erster gegen die Dementoren einen Patronus angewandt hatte, während der von Severus sie am Ende alle in die Flucht geschlagen hatte. Eine zarte Hand an seiner riss ihn aus seinen Gedanken und er blickte Susan in die Augen, die ihn aufforderte, noch seinen Schutzherrn preiszugeben. »Erst wenn Severus fertig ist«, sagte Draco leise. »Sieh dich doch um, alle starren nach oben.« Es stimmte, wie Susan feststellte. Selbst Harry folgte mit den Augen jeder Bewegung des mächtigen Phönix mit seiner riesigen Flügelspannweite. Noch immer dicht bei Severus stehend, fragte Hermine ihn leise, während sie seinen prächtigen Patronus ansah. »Warum ein Phönix?« Die Frage schien ihn aus dem Gleichgewicht gebracht zu haben, denn der Vogel verblasste und ein enttäuschtes »Oh« war gleich vor den Kindern zu hören. »Damit«, zischte Severus leise, »haben sie sich selbst um die abgemachte Zeit gebracht, Hermine.« Den Moment hatte Draco genutzt, um seinen Schutzherrn zu beschwören, und Bernice rief kindlich vergnügt den Namen des Bären, den sie aus ihrem Märchenbuch kannte. Als Severus die Kinderstimme »Zottel« rufen hörte, da wandte er sich um und betrachtete den großen Schwarzbären, der Dracos Zauberstab entsprungen war. Bernice war darüber, dass sie am heutigen Abend gleich zwei ihrer literarischen Helden sehen durfte, so aufgebracht, dass sie dem Bären mit ausgestreckten Armen entgegenlief. Nur knapp konnte Draco seinen Patronus aufhalten, doch das Mädchen lief weiter. Sie wollte den Bären umarmen und lief mit weiterhin ausgestreckten Armen auf ihn zu und durch ihn hindurch. Sie blieb stehen, drehte sich um und zog die Augenbrauen in die Höhe, sodass einige der Gäste lachen mussten, weil es niedlich aussah. Hermine blickte Severus an und fragte abermals, »Warum ein Phönix?« Luna, die ein wenig abseits stand, hatte ihre Frage vernommen und sie hörte auch, als Severus die Gegenfrage stellte. »Warum ein Otter?« Strahlend antwortete Hermine. »Sie haben es selbst gesagt.« Sie deutete auf sich selbst. »Quirlig!« Kommentarlos und damit sie keine weitere Gelegenheit finden würde, ihn auszufragen, ließ Severus sie stehen, um wieder nach drinnen zu gehen. Und während sie ihm nachschaute, näherte sich ihr Luna, die mit entrücktem Blick ebenfalls ihrem ehemaligen Zaubertränkelehrer hinterher schaute und in Bezug auf Hermines Frage laut vermutete. »Vielleicht wegen der Sehnsucht, wie ein Phönix verbrennen zu wollen, um ein neues Leben beginnen zu können.« Der Abend war schon weiter vorangeschritten. Weil sich besonders die Gäste mit Kindern langsam auf den Heimweg machen wollten, hatte Susan sich dazu entschlossen, jetzt den Brautstrauß zu werfen. »Willst du wieder nicht mitmachen?«, fragte Harry, weil Hermine am Tisch geblieben war, während die anderen Frauen bereits in die Mitte des Salons stürmten, um sich gut platzieren zu können. »Warum sollte ich? Dafür gibt es keinen Grund. Und außerdem wird sicherlich wieder Tonks diejenige sein, die den Strauß fängt.« Blaffte Hermine zurück, denn das Thema schien bei ihr ein Wunderpunkt zu sein. »Hermine«, sagte Ron, »nicht raten, wer den Strauß fängt, sondern wie. Ich tippe bei Tonks auf einen doppelten Flickflack mit anschließender Schraube.«
Der Tisch brach in Gelächter aus und sogar Hermine konnte sich nicht halten, als sie sich Rons Ausführungen bildhaft vorstellte. Ginny sitzt auch noch hier am Tisch, nörgelte Hermine einen Augenblick später. Ich brauche eben keinen Brautstrauß zu fangen, rechtfertigte sich Ginny. Ich weiß ja, dass wir im Juni heiraten werden. Wir heiraten nur, begann Harry mit einem Schmunzeln, wenn du den Strauß fängst oder es zumindest versuchst. Ich höre wohl nicht recht. Ginny musste breit grinsen. Geh zusammen nach vorn, bat Harry die beiden Frauen am Tisch. Und Ginny, ich erwarte mindestens genauso viel Körpereinsatz wie von Tonks. Ihm den Jungen überreichend, sagte Ginny gut gelaunt. Ich werde mich auf der nächsten Hochzeit dafür einsetzen, dass die Junggesellen sich mal um den Brautstrauß prügeln sollen. An Hermine gewandt, sagte sie. Kommst du mit? Ich will nicht allein. Hermine stand zwar auf und folgte Ginny, sagte jedoch. Alleine ist gut. Schau doch mal, wie viele Mädchen und Frauen hier stehen. Olymp macht dieses Mal mit. Hey, wenn Susan hochwirft, werden wir alle keine Chance haben. Amüsiert kicherte Hermine. Und hinter uns, da steht Minerva. Sie wartet darauf, dass ihr die Blumen direkt in die Hände fliegen. Sie erblickte weiter vorn Luna. Wenn Luna weiterhin so vor sich hin träumt, wird sie gar nicht mitbekommen, wenn es längst vorbei ist. Um Himmels Willen, Hermine, du hast dich bei Snape angesteckt. Du leidest an Spottsucht, sagte Ginny im ersten Moment ernsthaft, bevor sie lachen musste. Etwas niedergeschlagen gestand Hermine. Ich weiß wirklich nicht, was ich hier soll. Den Strauß fangen, das ist das bunte Ding mit der Schleife in Susans Hand, munterte Ginny ihre Freundin auf, fügte jedoch hinzu. Es ist doch nur eine Tradition. Aber eine blöde. Ginny seufzte. Ich weiß, was du meinst. Hermine, mit dem Ellbogen anstoßend, sagte sie. Gleich geht's los. Susan wirft. Viel Glück, Ginny. Susan warf den Strauß und weil sie Linkshänderin war, flogen die Blumen eine völlig andere Richtung, als die meisten erwartet hatten. Er kam nicht einmal in die Nähe von Ginny und Hermine, sondern flog über Olymp hinweg ganz nach hinten, bis er an die Schulter einer wartenden Frau prallte, die ihn sofort mit beiden Händen umfasste. Totenstille war eingekehrt, was möglicherweise an dem verblüfften Gesichtsausdruck der Fängerin liegen konnte oder gar an der Tatsache, wer den Strauß nun in den Händen hielt. Mit einem Male war ein fröhliches Pfeifen zu hören, denn Fred und George hatten sich als Erste gefasst. Sie klatschten und pfiffen, mit Hilfe ihrer Finger laut und stimmungsmachend, sodass sich die anderen Gäste völlig aufgedreht und euphorisch anschlossen. Sich von der guten Laune mitreißen lassend, klatschten und jubelten nun auch Frauen, denen das Glück verwehrt geblieben war. Denn jede von ihnen, selbst Tonks, gönnte es Minerva McGonagall, die es offensichtlich noch immer nicht fassen konnte, den Brautstrauß in ihren Händen halten zu dürfen. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.